Wow. How are you, there, beautiful? Good. What's your name? Brandy Taylor. Huh? Yep. Wow. Double wow. So, how are you feeling today? Good. Horny. Really? Yeah. Where are you from? From Ohio. Yeah. Midwest girl. Sex. Zusammen und willkommen zu Timo Bubbles. Ja, ich bin wieder da. Ja, hat jetzt gar nicht so lange gehalten, gell? Obwohl ich habe 2 Wochen Pause. Naja, eigentlich eine. Naja, egal. Ich habe jetzt Donnerstagabend. Ich komme direkt von der Arbeit. Und vielleicht ist es das letzte Lachen, das ihr heute von mir seht, denn was habe ich gesagt? Och, in der Frühschicht ist es doch eigentlich ganz einfach, dann kann man sich abends hinsetzen und kann ein Video drehen. Habe ich gedacht. Ich bin nicht für die Tagschicht gemacht. Das hat sich jetzt auch mal so ein bisschen rauskristallisiert. Tagschicht ist die Hölle, ich bin lieber wirklich Nachtschicht und da habe ich mal Ruhe und dann kann ich machen und ich bin viel fitter auch. Jetzt zum Beispiel gestern 18 Uhr Feierabend, bis ich zu Hause bin, ja, 17:45, 18:40, essen, duschen, dann haben wir nach 19 Uhr und um 20 Uhr habe ich im Bett gelegen. Ja, ich habe tatsächlich im Bett gelegen und geschlafen. So, aber mitten in der Nacht wach geworden. Ja, halb eins war ich dann wach und war hellwach. Das ist so dieser Nachtrhythmus. Und ja, halb eins in der Nacht bis jetzt, was haben wir jetzt, halb sieben? Halb sieben durch. Ja, also deshalb, ich bin jetzt vor ein paar Minuten heimgekommen, war nochmal auf Toilette, habe hier alles aufgebaut, habe mein Schätzelsche begrüßt und mehr habe ich bisher nicht gemacht. Ja, also ich bin recht spät heute auch heimgekommen, deshalb 18.37 Uhr, ja. So, jetzt drehe ich dieses Video und gehe eigentlich direkt schlafen, weil fertig, ja. Sonst schaffe ich das morgen nicht. Oh, deshalb. Das Ding kam.
Es sollte am Mittwoch kommen, ist aber am Dienstag gekommen. It's a sadness. Jo, es ist offen. Ich habe reingeguckt. Das war's. Seitdem liegt das. Das kann man auch mal wegschmeißen. Yeah. Ja, das liegt hier neben jetzt da. Und da liegt's gut, gell? Kann man auch mal hinstellen hier ordentlich, gell? Damit das so im Hintergrund ein bisschen schön aussieht. Ja. Damit das so im Hintergrund ein bisschen schön aussieht. Ach, leck mich doch, gell? Jetzt kann man das hier auch so ein Stückchen noch drehen. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Was haben wir denn hier? Ein Briefumschlag, gell? Hier haben wir ein Ladekabel. Das sieht auch scheiße aus. Muss doch hier mal ein bisschen Dekoration machen, oder? Ja, mir geht es die ganze Zeit auf den Sack, dass das hier alles so der weiße Hintergrund ist. Aber erst muss das Dach gemacht werden. Ja. Sparen, sparen, sparen. Aber was macht der Dimo, der Idiot, der kauft Filme? Obwohl ich mich bisher gut im Griff habe. Ja. Neue Arbeit läuft super. Ich bin super zufrieden. Ja, bis auf die Tagschicht. Aber die geht eigentlich auch gut rum. Aber ich bin fix und fertig. Das bin ich in der Nachtschicht nicht. Nee, nee, nee. Dann bin ich ein bisschen in der Tagschicht. Kann ich aber gut abspecken. Ja, und jo, es läuft gut. Morgens pfeife ich mir einen Drink rein. Und Power Regal, mittags Brot oder Brötchen und abends haben wir jetzt immer ein bisschen was Gesundes gegessen, aber da habe ich auch nicht viel gegessen und heute werde ich gar nichts essen. Dafür trinke ich was, aber ich habe auch echt keinen Hunger. Ja, und ich bin nur auf dem Klo, ich bin nur am Pinkeln und ich trinke auch nur Wasser. Ja, okay, jetzt hier abends mal so ein Schlückchen hier. Die Flasche hält aber auch jetzt schon 2 oder 3 Tage. Immer mal nur ein Schlückchen. Ansonsten Wasser, Wasser, Wasser. Und ich bin nur am Pinkeln. Ich pinkel hier mein Wasser raus. Gell? Oh, dann nimmt man aber auch ein bisschen ab. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir trotzdem was Schönes beim letzten Einkauf besorgt. Ja? Das ist mir so ein bisschen ins Auge gesprungen. Und zwar Shark Water Hanf und Shark Water Gurke. Gurke Hanf. Ja, und zwar, das ist hier glutenfrei vegan. Was? Energie pro 330 Milliliter, 99 Kilokalorien, 416 Kilojoule. Okay. Alkohol 5%. Shark Water Hard Seltzer Hanf. Alkoholhaltiges Mischgetränk mit 34% Fruchtdessertwein und Hanfgeschmack. Und hier haben wir dasselbe mit Gurkengeschmack. Ja, Gurke, wie schmeckt Gurke in der Wasser, oder? Also. Ja, und was machen die so besonders? Hier können wir unsere Haie beschützen damit. Ja. 2 Cent Spendedose. Für jede zum Recycling zurückgegebene Dose werden für Projekte zum Schutz der Meeresbewohner 2 Cent gespendet. Jo, mehr Infos unter sharkwater.com. Also ich weiß ja nicht, ja, also ich glaube ja nicht, wenn wir das da so in den Dings einführen in unseren Abgabebehälter für Leergut, dass der dann merkt, oh, das ist jetzt eine Sharkwater-Dose, weil die werden ja auch gequetscht. Hier, wir spenden jetzt 2 Cent. Glaube ich irgendwie nicht so dran. Aber ich wollte es mal probieren, weil ich habe das jetzt schon öfter mal gesehen. Und Haie sind doch schöne Tierchen, oder? Können wir auch mal was vom Hai trinken. So, was nehmen wir als erstes? Hanf oder Gurke? Ich habe irgendwie so das Gefühl,
Hanf hat so einen komischen Eigengeschmack, aber Gurke hört sich auch nicht gut an. Deshalb trinken wir als erstes Gurke. So. Gurke. Riecht nach Gurke, nach alter, verranzter, schon mal irgendwo drin gewesener Gurke. Wir probieren es. Schmeckt besser, als es riecht. Ja, schmeckt ein Ticken nach Gurke. Aber das ist nicht meins. Das ist ehrlich nicht meins. Ja, vor allem wieder. Eigentlich dürfte ich das ja gar nicht trinken. Weil hier seht ihr auch schon wieder hier das Symbol. Nicht für dicke Menschen geeignet. Naja. Stecken wir unsere Zigarette an. Und dann gehen wir mal in eure Kommentare. Ich wollte eigentlich gucken, gibt es irgendwelche News oder sowas? Nö, nö. American Werewolf in Paris kommt in Standard Blu-ray. Emery. Das freut mich. Das freut mich. Weil ich wollte den die ganze Zeit haben. Deshalb habe ich auch noch nicht den in London abgegradet, ja, weil oh, ja, wer weiß, ob Paris jemals kommt, aber er kommt, da freue ich mich drauf. So einiges, was die schön in der Dings, in der M-Ray, ja, in der Standard Keep Case rausbringen, ist doch schon einiges jetzt. Vielleicht hilft es ja, dass wir meckern. Scheiß Media Books. Naja, so scheiße sind sie nicht, gell? Aber Preise, Preise, Preise für Filme, die man vielleicht nicht kennt, ist ein anderes Thema. Aber ihr wisst, gell? So. Jetzt zu meinem Video. Kein Bock mehr war das letzte. Ich hatte echt null Bock und dasselbe ist, ich habe total Bock. Ich habe jetzt auch, ja, okay, wenn ihr das Video seht, habt ihr ja gesehen, was letzte Woche kam. Dann habe ich jetzt eins für nächste Woche schon fertig. Mal gucken, ob es das bleibt oder nicht. Das eine müssen wir mal gucken. Obwohl ich noch ein anderes Projekt im Kopf habe. Werden wir mal sehen, oder? Aber ich habe wieder total Bock. Nur die Tagschicht, also das werden wir uns jetzt mal auch so festhalten. In der Nachtschicht habe ich mehr Power, habe aber nicht so viel Zeit, Videos zu drehen, weil morgens bin ich im Arsch. Ja, brauchen wir gar nicht anzufangen, da irgendwie Videos zu drehen. Abends hätte ich Power, aber dann ist halt die Bude voll. Ja, so. Weil ich ja auch noch irgendwie das alles gucken muss und so. So, tagsüber, morgens kannst du es vergessen. Abends eigentlich auch, weil wieder die Bude voll ist. Ich muss da noch einen richtigen schönen Rhythmus rausfinden. Vielleicht mache ich es auch wirklich so, dass ich am Wochenende dann irgendwie eins, zwei Videos drehe und das dann die Woche über raushau. Das werden wir in Zukunft. Ups. Sehen, wie ich das irgendwie mache. Irgendwie kriegen wir es hin. Ich habe wieder Bock, aber ich habe keine Power. Ja, ich habe echt keine Power, Videos zu drehen. Das werdet ihr beim letzten Video gesehen haben. Meine Antwort auf Stanleys Filmzimmer. Ja, da sind einige Schnitte drin. Da sind eigentlich nach jedem Film ein Schnitt drin. Weil ich nicht ganz auf der Höhe war.
weil ich nicht genau wusste, was waren da jetzt Sache in dem Film, weil es schon eine Zeit her war oder weil ich mich alles verblabbert habe, aber übelst, das konnte man so nicht drin lassen, gell? Und da sind einige Schnitte drin gehabt gewesen und deshalb ich habe nicht so die Power. Das nächste Video wird ein Faxe Mainstream sein. Und da bin ich zufrieden mit. Ja, da war ich eigentlich fit. Ja. Deshalb, mal gucken, wie es in Zukunft wird. Aber ich habe gedacht, so, komm, ich habe ja den schönen Kanaltrailer gemacht. Ich hatte ja vorher noch keinen. Außer so mein allererstes Video. Ja, so das bin ich oder wie ich das genannt hatte. Das hatte ich die ganze Zeit oben da drin in dem Banner, wo man draufklicken kann, aber so einen richtigen Kanaltrailer hatte ich noch gar nicht. Und das nach jetzt über 4 Jahren, oder sind es jetzt genau 4 Jahre? Nee, nee, über 4 Jahre. Über 4 Jahre bin ich jetzt hier schon auf YouTube unterwegs, mit der Hessensammler. Und ja. Genau. Und das wollte ich dann halt mal drehen. So, hier komm. Ich habe Power, ich habe Lust. Wir machen weiter. Ja. Genau. So. Boah, das Zeug ist ekelhaft. Nicht zu empfehlen. 12 kommen. Tare. 1, 2, warum habe ich da geantwortet? Nö. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tada! Und wir fangen auch gleich an, gell? Noch einmal. Danke, 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 dass ihr mir so treu seid und allgemein, gell, dass ihr da seid und dass ihr als meine Videos guckt. Wir sind ja schon, oder ich, wir, mein Kanal, ja, hat ja jetzt schon fast die Tausender-Marke erreicht. Das fehlen um die 50, dürften noch fehlen. Je nachdem, wie es jetzt der Stand ist. Stand Donnerstag ist es 951 Abonnenten. Aber es geht in letzter Zeit eh hoch und runter so ein bisschen. Und unglaublich, unglaublich hätte ich nie gedacht, wie ich hier mit YouTube angefangen habe. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal so weit komme. Nee, hätte ich echt nicht gedacht. Aber ich freue mich und deshalb danke, danke, danke. So. Muss ich gleich noch einen Äppler nachtrinken oder sowas. Ich habe nur eine große da. Mal gucken, vielleicht schmeckt der Hanf ja besser. So, als erstes. Matthias K. schreibt: Guten Morgen, Timo. Guten Morgen, Matthias. Wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Liebe Grüße, Matthias. Wünsche ich dir auch. Und euch da draußen auch. Allen einen wunderschönen Sonntag und eine wunderschöne neue Woche. Und ja, macht was. Als nächstes der DVD-Collector. Gute Timo, gute Harald. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ich wünsche dir alles Gute bei der neuen Arbeitsstelle. Moment. Nee, doch. Dauert sich wenig an Zeit, bis man sich da reinfindet. Ich bin generell nicht der große Serienschauer. Ich bevorzuge Spielfilme. Liebe Grüße aus Österreich. Harald. Gute Harald. Danke für deinen Kommentar. Ja, es ist ja dieselbe Arbeit, die ich vorher auch gemacht habe. Dasselbe Objekt, das ist dieselbe Arbeit. Das hat sich ein bisschen was geändert hier und da. Da bin ich ruckzuck reingekommen, ja. Nur die Schichten haben sich geändert, aber
Wie gesagt, das wird sich ändern, dass ich auch ein bisschen mehr frei habe und. Und da werden wir gut mitarbeiten können, gell? Wenn ich dann mal so 3 Tage oder 4 Tage in der Woche frei habe, ist zum Beispiel jetzt die kommende Woche, ja, habe ich 4 Tage frei. Muss 3 Tage arbeiten, 4 Tage frei. Dann darauf die Woche habe ich, glaube ich, 3 Tage frei, muss 4 Tage arbeiten. Und das setzt sich so grob fort, ja. Ab und zu habe ich mal 5 Tage, ja. Aber im Groben habe ich immer so jede Woche 3 Tage frei. 3 bis 4. jede Woche. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Jede Woche 3 bis 4 Tage frei. Das ist unglaublich, oder? Also, ich realisiere das noch gar nicht, ja, weil das ist was, das ist Luxus, den ich vorher nie hatte. In meiner alten Arbeitsstelle war es ungefähr so, 6 Tage arbeiten, wenn es gut lief, 5, wenn es schlecht lief, 14 Tage am Stück, ohne frei. Das ist auch schon passiert. Ich glaube, das Höchste waren 16 Tage, wo ich am Stück gearbeitet habe. Und jetzt in der neuen Firma ist auch ein Betriebsrat und alles dabei, die das alles ein bisschen checken, die da so ein bisschen dahinter sind. Ich darf meine Pläne oder mein Kollege und ich, gell, Grüße gehen raus. Wir dürfen ja unsere Pläne selber schreiben. Das finde ich sehr gut, ja. Und es muss halt vom Betriebsrat abgenommen werden. Das ist auch eine gute Sache. Und ja, mein Kollege, also die komplette Mannschaft wurde, die Firma wurde rausgekickt aus dem Objekt. Und ich bin der Einzige, der dort übernommen wurde. Spricht für mich, finde ich toll, dass das so gewürdigt wurde, dass das so gesehen wurde. In den höheren Stellen des Objektes, dass alles, was ich bisher getan habe, richtig war, dass die ganzen Anstrengungen, die ich gemacht habe, richtig waren und ja. Ich habe auch ich denke mal, ein gutes oder ein super Zeugnis bekommen. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Aber es liest sich richtig gut, gell? Wollt ihr das hören? Wollt ihr das hören? Dann hole ich das mal, oder? Und wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt. Es ist mein erstes Arbeitszeugnis. Ich bin 39 Jahre und das ist mein erstes Arbeitszeugnis. Habe mich da früher nie drum gekümmert. Hol das mal. So, Arbeitszeugnis. Herr Hessensammler, geboren in, war 6,5 Jahre beschäftigt. Ja, während seiner Tätigkeit in unserem Hause zeigte Herr Hessensammler Initiative, Fleiß und Eifer. Zudem war er für seine Aufgaben befähigt und stets bereit, auch andere gleichartige Arbeitsaufgaben zu übernehmen. Er verfügte über ein fundiertes Fachwissen. Des Weiteren können wir sagen, dass die Qualität seiner Arbeit hohe Ansprüche erfüllte. Daneben war Herr Hessensammler ein ausdauernder und belastbarer Mitarbeiter,
Besonders hervorheben wollen wir, dass er sich für neue Vorhaben flexibel und aufgeschlossen zeigte. Herr Hessensammler war vertrauenswürdig und regelmäßig bereit, Verantwortung zu übernehmen. Bei seinen Tätigkeiten arbeitete er im Rahmen seiner Befugnisse selbstständig. Abschließend lässt sich sagen, dass er die im übertragenen Arbeiten zu unserer vollen Zufriedenheit erledigte. Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern war einwandfrei. Er trat höflich und natürlich auf und zeichnete sich auch durch geschickten Umgang mit Geschäftspartnern und Kollegen aus. Wir bedauern sein Ausscheiden, jo. Und gut Erfolg und. Hört sich eigentlich erstmal ganz gut an. Aber ich kenne mich da nicht aus, gell? Ich weiß zwar nicht, wo ich jetzt so stehen geblieben bin davor, aber ich bin da total zufrieden, dass sich das so ins Positive gewandt hat. Ja, ich bin total zufrieden mit der Arbeit. Natürlich, es fühlt sich alles perfekt an. Es gibt aber keine Firma, die perfekt ist. Sowas gibt es nicht, ja. Und deshalb mal gucken, was die Zeit bringt, aber ich bin halt total zufrieden, gell? Genau. Danke, Harold. So, als nächstes haben wir hier mein lieber Kai Au. Denisje Kai. Gute Timo. Gute Kai. Kurz und knackig. Du sagst es, Hauptsache, du bist nicht weg. Liebe Grüße, Kai. Genau. Nö, ich werde mich hüten, hier von YouTube zu verschwinden. Dafür, sage ich mal, habe ich mir zu viel aufgebaut, gell? Schöne Abonnenten wie euch. Es macht mir einfach auch zu viel Spaß noch. Kai. Auf dich, du Gurke. es ist so ekelhaft. Sharkwater Gurke ist wirklich eine Gurke. Ist voll für die Tonne. Als nächstes Norga Gläser. Gute Norga. Lieber Timo, alles Gute und viel Erfolg in der neuen Arbeit. Das spielt sich sicher alles ein. Freue mich über jedes Video und bleib gesund. Viele Grüße, Norga. Ja, danke. Und es wird auch schön weitergehen, gell? Wie das hier mit diesem Timo Babbelt weitergeht, werden wir sehen. Ja, das werde ich immer auch spontan mal ausmachen, wie ich halt auch die Kraft habe. Ja, ich denke mal so, wir haben uns jetzt so geeinigt, mein Kollege und ich, 4 Wochen Frühschicht, 4 Wochen Nachtschicht, und ich denke jetzt, dass ab nächste Woche, dass man sich da gut an die Tagschicht gewöhnt. Und dass das dann nicht mehr so tragisch ist wahrscheinlich, gell? Ja, denke ich schon. Als nächstes, Heiko Thierry. Wünsche dir und Familie auch einen schönen Sonntag und gutes Gelingen bei der Arbeit. Vielen, vielen Dank wünsche ich auch. Waldi392 schreibt, Babbeln im Darkroom. Auch mal was anderes. Ja, gell? Habe ich mir auch mal überlegt, dass ich vielleicht wirklich nur so Kerzen hier irgendwo hinstelle, wo so ganz gedämmertes Licht da ist. Für abends so ein schönes Timo Babbelt ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn es draußen schön dunkel ist oder sowas, gell? Mal gucken, was da noch kommt. Aber heute ist es zwar hell, aber die ganze Zeit war es so warm. Heute ist es bedeckt und deshalb, ich habe hier mal die Softbox angemacht, weil es jetzt so schnell dunkel wird. So, jetzt machen wir hier mal das Sharkwater Hanf auf Hartselzer. Hartselzer sagte.
Ach, leck mich doch. Null Zucker. Kohlenhydrate 1,1 Gramm, davon Zucker 0. Jo, das ist dann der Alkohol, denke ich. Salz 0,02. Und ja, ein bisschen Energy hat das Ding. Also Energie, Kalorien. Zutaten: Wasser, Fruchtdessert, Wein, Kohlensäure, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure und Natriumchlorid. Jo. Ja. Machen wir es auf. 5%. Boah. Also hier muss ich sagen, ich habe schon viele Sachen mit Hanf getrunken und gegessen und so weiter. Aber das riecht ja mal richtig. Das riecht nach Gras. Ehrlich. Oh, jetzt kommt irgendwas Säuerliches. Jetzt kommt der Fruchtdessert. Ja, aber am Anfang, hey, das hat ja nach Gras gerochen, hey, das ist ja unglaublich. Nein, damit. Und schmecken tut's nach wie jedes andere Hanfgetränk. Irgendwie komisch, irgendwie besser als Gurke. Aber meiner Meinung nach auch nicht zu empfehlen. Schade. Schade, 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 schade. Ach du heilige Scheiße. Der nächste Kommentar kommt von der Filmsteve. So. Und der hat natürlich einen richtig langen Kommentar geschrieben. Grüße gehen raus. Und ja, nicht schlimm, gell? Ich sag ja immer, schreibt, haut doch mal da ein paar Kommentare rein. Ihr könnt Dutzend Kommentare schreiben, ihr könnt da lange Kommentare schreiben, ihr könnt kurze Kommentare schreiben. Guck mal, ich habe zum Beispiel hier auch Hanfcola, der hat nach Cola geschmeckt. Jo. Nein! Der Tabak ist umgefallen. Wir haben hier noch Limoncella. Limoncello. Della Tradizione. Aus Italien. Grüße gehen raus an den Filmhengst. Ob der das abgefüllt hat? Solo dell'infusione delle sorse di limoni maturi e profumati nasce il nostro limoncella per donare tutta la ponte della tradizione mediterranea. Ihr habt verstanden, ich nicht. Sehr schön. Steht hier, steht schon, ich weiß nicht, mein Schätzelchen hat den, glaube ich, gekauft und hat getrunken und hat gesagt, jo, Dankeschön, ab in den Keller. Und da stand er ewig und dann habe ich den mal hochgeholt und da haben wir ein bisschen was, habe ich mal probiert. Und ja, dann hat ein Kumpel ein bisschen was probiert, mein Sohnemann hat mal dran genippt. Jo, das ist ja auch nichts Tolles, Geld als Maul. Und seitdem steht das hier draußen. Und es sieht schön aus. Vor allem, ja. Ich habe hier ja das Bäumchen stehen. Es hat Zucker drin ohne Ende. Das kristallisiert hier oben das ganze Zucker schon. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal ein Schlückchen, einfach weil ich Bock drauf habe. Jo. Italia, nichts Deutsches steht hier drauf. Auch 8 auf dem Barcode.
Die werden hier, also hier ist auch keine Inhaltsangabe, was da drin ist, ob da wirklich echte Zitrone mal drunter gelitten hat oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich trinke einfach nochmal. Und ich muss sagen, es schmeckt einfach nur ekelhaft. Das ist keine echte Zitrone. So, jetzt kann man Zigaretten. Nee. Nächste ekelhafte rein. Oh. Ja, Samstag geht's wieder einkaufen. Oder nein, am Samstag ging es einkaufen. Und da werde ich mir mal was anderes besorgt haben. Mal gucken, was. Ich weiß nicht. Ich hoffe, es schmeckt besser nächstes Mal. So, Film Steve. Dein Kommentar? Gute Timo. Die letzten Videos habe ich gar nicht gesehen. Auch von anderen. Ja, das geht so nicht. Das geht so nicht weiter mit dir. Nee. Ich muss mich gerade tatsächlich um eine neue Arbeit kümmern und habe keinerlei Muße, weder Videos zu schauen noch zu drehen. Kann ich verstehen. Es gibt Sachen, die einfach wichtiger sind, aber so ein bisschen zum Abschalten. Warum nicht, gell? Aber ich schaffe es auch kaum noch. Ich habe auch gar nicht kommentiert, fällt mir ein. Liebe Grüße geht raus an 100% Dumbo. Da habe ich ja drunter kommentiert. Der wollte ja ein paar Fragen wissen. Und ich weiß nicht, ist das jetzt eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen her? Da hat er da einen Livestream gemacht und hat die vorgelesen. Nee, das war ein Karfreitag, glaube ich. Und da habe ich jetzt erst gesehen, ja. Und, aber auch nicht komplett. Also, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es noch nicht mal, einen Film zu gucken. Ich habe jetzt Alien Predators gesehen. Der war in Ordnung, aber ich habe mir was drunter anders davor gestellt, weil das Vieh oder was das ist, das sieht man, glaube ich, ein, zwei Mal. Ja, aber auch nur, weil ich nachts nicht schlafen konnte. Ansonsten in der Tagschicht, ich schaffe keinen Film. Ich könnte einen Film gucken. Die Zeit wäre dafür ein Film, aber ich habe echt keinen Bock, keine Kraft und... Nee, deshalb, ich verstehe das, alles gut. Nicht einmal mein angefangenes Video bekomme ich fertig. Da hänge ich jetzt schon über 3 Monate dran. Mann, ey. Dir geht es momentan nicht viel anders. Oder ähnlich. Krass. Ja, ähnlich. Aber ich muss sagen, ich bin voll YouTube. mir macht das einfach Spaß und ich nehme mir die Zeit, um hier die Videos zu machen. Ja, also wenn ich hier irgendwie ein Video hätte, das 3 Monate liegen würde, dann würde ich wirklich überlegen, ein Video zu machen, ich höre auf. Ja, wenn ich wirklich merke, ich habe keine Zeit mehr. Ich persönlich würde ein Video machen. So, Leute, das war's. Tschüss, macht's gut. Weil, wie gesagt, jetzt, ich habe eine Woche hatte ich vorproduziertes Material. Zweite Woche habe ich nichts gemacht. Dritte Woche, tada, hier bin ich wieder. Ja, ich brauche dann einfach mal eine Pause. Und bei mir ist eine Pause wirklich 1-2 Wochen. Ja. Okay, vielleicht 3-4, aber wenn ich merke, wenn ich nach 4-5 Wochen merke, ich habe keine Lust, ich habe keine Muße, ich schaffe es einfach nicht, weil ich keine Lust habe, dann denke ich, ist es soweit, dass ich mich verabschieden würde. Ja, so denke ich, ja. Weil einfach YouTube ist was
regelmäßig gemacht werden sollte. Ja, ich finde das ja auch. Ich war ja selber einfach mal, ich war eine Zeit Abonnent, ja, und war noch kein YouTuber, ja. Da habe ich gemerkt, wenn wirklich jemand eine Zeit lang keine Videos gebracht hat, dann und nichts gesagt hat, warum er keine macht, war ich schon so ein bisschen, okay, schade, scheiße. Man wusste nicht, was Sache ist. Deshalb mache ich auch diese Videos hier und sage, hey, ich kann gerade nicht, ja, damit ihr Bescheid wisst, weil für euch da draußen oder auch teilweise auch für mich ist YouTube ja normales Fernsehen geworden. Wir YouTuber sind ja, ich will nicht sagen, ja, es ist so, es ist Fernsehen, ja. Also man hat seine Fernsehstars, wo man sagt, oh ja, und man hat seine YouTube-Stars. Ich will jetzt nicht Stars sagen, ja, weil, also ich habe es gesagt, aber die man halt gerne guckt und die halt so, ihr wisst, was ich meine, ja. Also ich kann es teilweise verstehen. Ich habe damals den Movie Picker gern geguckt und dann habe ich den auf dem Weekend of Hell das erste Mal getroffen und dann, oh, der Movie Picker. Ja, und jetzt, wo ich es aber selber alles hier mache, ist so, ja, wir sind doch ganz normale Leute. Ja, wir machen das doch nur Spaß. Hallo! Aber wie gesagt, Film Steve, nimm dir die Zeit, die du brauchst, ganz klar. Ja, und wenn du irgendwann wieder sagst, jo, ich habe wieder Bock, ich habe wieder Zeit, ich habe wieder Kraft, dann machst du einfach weiter. Ich persönlich würde das anders da handhaben. Aber ja, ich bin auch nicht in deiner Situation. Ja, und das ist halt auch wieder das, gell? Ist immer situationsabhängig. Und ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich in deiner Situation wäre. Ich war auch schon lange arbeitslos. Ich glaube, meine längste Arbeitslosenzeit war 2 Jahre, ja, oder 3. Ich weiß es nicht. Mit meiner Bandscheibe. Ja, ich konnte nicht arbeiten. Es ging nicht, ich konnte nichts mehr heben, war in einem Beruf, wo man heben muss, bin nicht mehr reingekommen, konnte einfach nicht mehr. Krankenkasse hat gesagt, nee, 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 gehst du in den Beruf wieder rein und hast wieder was am Rücken, dann darfst du den Scheiß selber bezahlen. Wir sagen dir, das darfst du nicht mehr machen, das ist schlecht für deinen Rücken. Ja, und so habe ich halt auch was anderes gesucht, Schulungen mitgemacht, übers Arbeitsamt, Training und, gell, dann, bis ich den Job jetzt hier gefunden habe und total zufrieden bin. Genau. Deshalb, ich wünsche dir alles Gute, gell? Und du kriegst es schon hin, du findest was und dann geht es auch wieder bergauf. Ja, auf jeden Fall hundertprozentig. Ich war auch schon unten, ganz unten. Da unten, unter der Fußsohle, Schuhsohle. Da war ich auch schon. Und wenn man sich wirklich anstrengt, wird man auch belohnt. Früher oder später, ja. Aber irgendwann wird man belohnt. Irgendwann kommt man einfach auf. Irgendwann findet man was. Irgendwann bekommt man was. Irgendwann passiert irgendwas. Und es geht bergauf. Weil, wenn man da unten ist, geht es nur noch nach oben. Okay, es geht immer weiter nach unten, ja. Aber wirklich machen, 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 ja. Das ist das A und O. Wenn man nichts macht, passiert nichts. Ja, kann auch sagen, ich bin auch faul und ich habe jetzt auch wieder, hört's bös an, gell? Aber da war ich ja auch Schulden, Schulden, Schulden.
Und jetzt kam auch ein Briefchen rein, irgendwas, was ich verdrängt, vergessen habe. Und da kam auch ein bisschen Zuschlag drauf. Und auf einmal war, ja, ich hatte eine Zahnreinigung und irgendwie habe ich das vergessen und irgendwie kam dann so eine Erinnerung und die habe ich auch irgendwie vergessen und irgendwann kam eine Mahnung und die habe ich auch irgendwie vergessen. Ich habe es immer vergessen zu überweisen. Und jetzt kam auf einmal ein Riesenbatzen und jetzt ich so, scheiße, scheiße, scheiße. Timo, was machst du für eine Scheiße? Bub, genommen, überwiesen, du willst dann nicht mehr hin, wo du früher warst, ja? Und machen, ja? Denn sonst hast du das immer im Kopf und das dreht sich und oh, ja, machen, machen, machen. A und O. Ja, ich gebe hier viel Preis von mir, aber warum auch nicht, oder? Ist doch alles gut. Ach so. Ja, alles gut. Mache ich. nur, dass ich noch auf der Suche bin, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem neuen Arbeitgeber und du findest auch was. Hundertprozentig. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du uns opferst, um uns zu unterhalten. Ich weiß, es geht weiter, aber man muss ja auch aufpassen, dass man nicht ausbrennt. Burnout. Ja, da muss man aufpassen. Ich war schon öfters kurz davor. Und im Moment merke ich, morgen ist Freitag, mein letzter Tag, dann habe ich wirklich Wochenende. Wenn das ein Tag mehr gewesen wäre, ich merke gerade, es ist übel, übel. Ich brauche Pause, ja. Aber den morgigen Tag, den ziehen wir noch durch, den Freitag, gell. Und da habe ich erstmal Pause, werde ich halbe Samstag schlafe. Und abends werde ich mir irgendwas neikippe und ein bisschen Und Sonntag wollen wir eigentlich weg. Also heute, wenn ihr das seht, dann werden wir eventuell im Oppelzoo sein. Ja, wir wollen mal im Oppelzoo. Mein Schätze war da noch nicht. Und ist im Taunus, ist ein schöner Zoo. Schön im Wald, hoch und runter. Und der ist schön, der ist schön. Ja, war ich aber schon lange nicht mehr. Und da haben wir eigentlich mal Lust, dahin zu gehen. Mein Sohnemann nicht. Vielleicht kann man aber trotzdem mal hintreiben. Und dass ich hier die Zeit opfer. Ja, ihr seht ja, wie lange meine Videos gehen. Plus schneiden, plus. Das ist viel Zeit, gell? Aber muss auch sagen, ich mache es ja gern. Wenn ich es nicht gerne machen würde, würde ich es nicht machen. So wie sich alles beruhigt hat, werde ich auch wieder mehr YouTube-Videos schauen. Deine. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Aber du darfst auch andere gucken, gell? Treu werde ich deinem Kanal allemal bleiben. Dann mach es mal gut und bis bald. Liebe Grüße aus der Nähe. Steve. Der kommt ja von dahin. 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 Ja, und ja, alles mal beruhigen lassen und gut ist, gell? So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, oh, wir haben noch ein bisschen was. Als nächstes, oh, hoher Besuch hier. Sascha Cobretti, gute Sascha. Oh, Küsschen. Mach, was dir gut tut. Das echte Leben und dein direktes Umfeld sind wichtig. Sonst nichts. Pass gut auf dich auf und viel Erfolg im neuen Job. Liebe Grüße, Sascha. Liebe Grüße gehen zurück. Und ja, das ist wirklich das A und O, dass
hier, ja, Familie, Freunde, und YouTube ist eigentlich, für mich hat YouTube einen hohen Wert. Ja, was heißt Wert? Nicht Wert, Stellenwert, nee. Es ist aber schon ganz, ganz weit oben. YouTube ist für mich, ich gucke jeden Tag YouTube irgendwie, auch wenn es so eine ganz, ganz Kleinigkeit ist, aber ich gucke auch mal durch. Ich gucke mal im Studio nach, was ist denn los mit meinen Videos und sowas. Das ist schon zur, mache ich jeden Tag, ja. Und es ist schon zum Alltag, zum Leben gehört das bei mir schon dazu. Aber eigentlich ist YouTube, obwohl es so weit oben ist, ist es aber auch ganz weit da hinten, weil man braucht es nicht. Ja? Es ist einfach nur ein bisschen Spaß, den ich hier mache, mit euch zu reden. Es macht mir Spaß und es freut mich, dass es euch Spaß macht. Und Sascha macht ja auch ab und zu mal Päuschen, ja. Und dann merkt man, nach einer Pause geht es dann frisch wieder ans Werk, gell? So, und frisch ans Werk gehe ich mit dem Sharkwater Hanf. Nee, braucht euch nicht zu kaufen. Nee, braucht ihr echt nicht. Wir kippen das jetzt nur ne. Weg damit. Weg mit der Scheiße. So wie Kohlensäure. So wie die Blubberbläschen am Hai. Boah, die kannst du gar nicht auf Ex trinken. Boah. Vielleicht kommt es auch wieder hoch. Nein. Oh. Ekelhaft. Wird aber nichts weggeschüttet. Oh. Ich weiß noch, soll ich den Bembel noch rufen machen? Ich glaube nicht. Haben wir noch einen Bembel? Schorle. Schorle heißt auch wieder Kohlensäure. Aus 65% Apfelwein und 35% Tafelwasser. Aber ich bin gerade dabei, muss ich euch erzählen. Habe hier so kleine Bämbelsche stehen als Deko, ja. Bembel ist das da, gell? Hier so ein Krug, so ein Bembel, ja. Ja. Habe ich mal geguckt. Ein Bembel-Shop aus Frankfurt. Dahin hinaus. Da kann man sich auf dem Bembel sein Logo machen lassen. Ich war da im Online-Shop, aber da kann man irgendwie nichts auswählen, keine Ahnung. Ich will da mal anrufen, will mal gucken, ob ich mein Hessensammler-Logo auf so einen Bembel drauf kriege. Das wäre geil. Das wäre geil. Dann hätte ich mir mal so einen 2-Liter-Bembel hole. 2 Liter reiche. Ja. 2 Liter, 5 Liter, 10 Liter. Gibt es auch noch 10 Liter Bembel. 1 Liter, ja. Da gibt es auch zum Beispiel, wenn ihr im, ach, wie heißt es, in der Schnitzel-Ranch. Ach, wie heißt sie denn? Waldgeist. Der Waldgeist. Ich weiß nicht, wie oft es den gibt, aber der Waldgeist, der ist in Frankfurt einmal und einmal in Wiesbaden. Und da gibt es so ein, ich weiß nicht, sind das 2 Liter? 2 Liter oder 5 Liter? Ich weiß es gar nicht. Oder kann man sich aussuchen? Bembel des Todes und sowas. Ja, das ist dann Asbach Cola. Ich glaube, Asbach Cola war das, gell? In so einem riesen Bembel drin. Mega. Ey, Riesenschnitzel. So Teller.
für damals. Ich war schon ewig nicht mehr dort. Ich habe auch keine Bilder jetzt auf dem Handy, kann ich euch auch nichts einblenden. Aber nur Riesenportion, mega geil. Damals wenigstens, ja, das ist jetzt schon, boah, ich glaube, das war zu meinem 20. Geburtstag, kann das sein? Und jetzt bin ich 39. Ach du Scheiße, bin ich alt. Ich glaube, zum 20. 18. Nee, das muss später gewesen sein. 25, vielleicht zum 25. Später nicht. Jo, und dann werden wir hier irgendwann mal richtig Bembel saufen, gell? Mach ich mir so ein 2 Liter Bembel hier voll und dann machen wir hier Dimo Bubble mit 2 Liter Bembel. Ebbelwoi. Komm, scheiß drauf, ich mache das Ding jetzt auf. Wenn ich gut angetrunken bin, kann ich auch gut schlafen, gell? Also. Prost! Oh, herrlich. Oh, ich war nie der Applewein-Trinker. Nie. Da hat mir immer irgendwie ganz komisch geschmeckt. Und ich muss ehrlich sagen, nach und nach immer so im Sommer, ein kühle Applewein, gell? Im Sommer, wenn es draußen richtig heiß ist, ist besser als ein kühles Bier. Ehrlich. Aber seit diesem Jahr, ich weiß nicht, ich habe so viel Applewoy, wie ich dieses Jahr getrunken habe, habe ich noch nie getrunken. Ja? Und der Sommer hat noch nicht mal angefangen. Mal hier letztens beim Angler im Stream. Was, beim Angler im Stream? Ja, klar. Die Flasche hier leer gemacht, Applewoy. Oh, lecker. Ich glaube echt, ein, das Leben verändert sich ja. Ja, also man selbst verändert sich ja. Regelmäßig, ständig. Ja, es gibt keine Sache, die standhaft ist. Irgendwas verändert sich immer, auch wenn es so eine Kleinigkeit ist. Und ich glaube, mein Leben wird sich so verändern, dass ich irgendwann kaum noch Bier trinke, sondern nur noch Äppler. Das sehe ich. Das habe ich so im Gefühl, weil ich wirklich im Moment lieber einen Äppler trinke, als ein Bier. Hätte mir das Anfang vom Jahr gesagt, hätte ich gesagt, ein Duppe oder wie? Ja? Aber ehrlich, so ein schöner und schöne Äppler. Habe die hier auch Nährwertangabe? Kalorien oder sowas? Nö. Gibt es sowas bei Alkohol? Also ja, natürlich, aber... Steht hier was drauf? Hier stehen Kalorien drauf auf dem Bier. Also. Diese Flasche hat 205 Kilokalorien. Der Apple hat gar nichts. Aber vielleicht steht hier was drauf. Ah. Da müssten wir mal auf 100 Milliliter umrechnen. Der Bier hat auf 100 Milliliter 41 Kilokalorien. Und der Apple hat 35. Besser. Ja, das macht dann auch nicht so viel aus, gell? Das Bier hat 4,9% Alk. Der Apple hat 5,5%. Gesünder und schneller voll. Ja, ist halt hier Applewoi. Ich geh an, du Schusten. Ich weiß nicht, wie ihr an Applewoi kommt, ja? Das ist was Hessisches. Ja, und ich weiß nämlich, wenn wir hier Richtung Aschaffenbosch fahren, Aschaffenbosch ist ja schon Bayern, und du fährst
über die Grenze und du kriegst kein Appleboy mehr. Fertig, aus. Gibt's nichts mehr. Ja, und deshalb weiß ich nicht, wie ihr hier in Deutschland irgendwie Appleboy kriegt, ob ihr das bekommt. Obwohl das hier halt auch jetzt eine große Marke geworden ist, hier Bumble with Care. Ja, ich weiß nicht, ob die überall nach ganz Deutschland liefern. Aber wenn ihr mal die Chance habt, mal einen Appler zu trinken, probiert's. Probiert's. Es kann sein, dass es nicht euer Geschmack ist. Weil Appler ist wirklich wie jedes hessische Gericht, Getränk oder sonst was, ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Ja, alles, was wirklich so aus Hessen kommt, alle wascht. Ja, alle wascht hat einen Geschmack. Das muss einem schmecken, ja. Wurschte Salat, ja. Wurschte Salate, schöne. Es schmeckt gut, aber es fehlt ein bisschen was. Handkäse mit Musik, ja. Isst schön den Handkäse, aber die Musik, die kommt dann eine Stunde später, ja. Ihr versteht? Wenn man da nicht dran gewöhnt ist, ja. Ist halt viel Öl auch dran, ja. Aber schmeckt gut, aber es muss halt auch nicht jedem sein Geschmack sein. Grisots, ja, die Frankfurter Grisots zum Beispiel, ja, esse ich ungern. Ist nicht mein Geschmack, ja. Hessische Gerichte, hessische Getränke, ist nicht für jeden was, ja. Und selbst ich sag, hessische Gerichte ist nicht so meins. Muss ich so sagen. Obwohl ich halt wirklich Handkäse mit Musik mache ich selber, wenn ich es mal esse, also wenn ich mal unterwegs bin oder sowas, aber das mache ich ab und zu schon mal selber. Lecker, lecker, gell? Und wenn du eine richtige Mischung hast, ja, tust du auch noch ein bisschen Appleboy rein, damit es noch ein bisschen äpplischer schmeckt und richtig schön. Ja. Aber wenn er es mal schafft, einen Appleboy an einen zu kommen, probiert es mal. Ja? Muss euch nicht schmecken. Aber dann könnt ihr es auch mal ohne irgendwie in die Kommentare hauen. Seid ihr Appletrinker oder nicht? Ja, habt das mal probiert oder nicht? Und ich merke gerade, dass ich voll irgendwie so ein bisschen so ein Dialekt reinbekomme. Ihr habt mir schon öfter gesagt, dass ich einen Dialekt habe, aber gerade merke ich selbst. Sascha, danke für den Kommentar. Weiter geht's mit Thomas W. Hallo Timo, hallo Thomas. Ich verstehe echt nicht, warum ihr euch immer so einen Stress macht. Wenn man keine Zeit hat, hat man halt keine Zeit. Dann muss dieses YouTube-Gedöns einfach hinten anstehen. Ja, ist so. Hat er völlig recht, ja? Thomas, da hast du recht. Aber warum wir immer uns einen Stress machen, ist, erstens, wir haben eine, ich sage es jetzt, ja, viele sagen, nee, das gibt's nicht mehr, alles kaputt, nee. Wir haben eine Film-Community. Die Film-Community besteht aus YouTubern und Abonnenten, Zuschauern. Das Ganze ist eine Community, ja, die interagiert, die schreibt, spricht, macht, tut, ja. Man hat eine eigene, jeder YouTuber hat eine eigene Community. Aber die ganze Film-Community zusammen, ja, es ist eine Community. Man kann sagen, was man will, ja. Punkt aus, ja. Und die möchte ja natürlich auch wissen, ja. Als YouTuber ist man verpflichtet, auch mal zu sagen, hallo, ich bin kurz weg. Ja, es ist ja zum Beispiel, es kommt, was weiß ich, jetzt nur als blödes Beispiel, ja. Das wird uns alle wahrscheinlich nichts angehen, aber gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, fragt mich nicht, um was es da geht oder sonst wie oder wie auch immer. Das läuft aber jetzt ja, seit Jahrzehnten, ja. Jeden Tag. Ich glaube, Montag bis Freitags. Keine Ahnung, ja. Und
wenn es von heute auf morgen, ja, mittwochs auf einmal läuft keine Folge. Da ist eine große Fanbase dahinter. Ja, und dann läuft es Donnerstag nicht und Freitag nicht. Und die Leute denken sich, das läuft doch, ich gucke das jetzt schon seit Anfang an. Ich gucke das jetzt schon 10, 20, 30 Jahre lang. Weiß nicht, wie lange das läuft. Ja? Wo ist das? Und genau das ist das hier nämlich auch. Ja? Es gibt Abonnenten da draußen, die gucken mich. Die gucken jedes Video, weil die mich mögen, weil die Fans sind, ja, oder wie auch immer, ja. Und aber jetzt auch nicht auf mich bezogen, auch auf andere, ja. Es gibt ja so viele YouTuber. Und wenn auf einmal der eine wortlos aufhört, geht nicht, ja. Also man ist da schon, man ist im öffentlichen Leben, ja. Und man hat da doch schon eine gewisse Verantwortung, ja. Also ich kann auch jetzt nicht hier irgendwie Gott weiß was sagen, ja. Natürlich, Redefreiheit, Meinungsfreiheit, ja. Ich könnte hier ein paar Beispiele nehmen, wo ich sagen würde, jetzt nur als Beispiel, das wäre meine Meinung, ja. Aber wenn ich das sage, weiß ich, das war's. Ja? Das war's mit YouTube. Das war's mit deinem Leben. Du wirst hier platt gemacht. Ja? Aber wenn es deine Meinung wäre, darfst du sie doch sagen, oder? Und es ist einfach so, man hat einfach als YouTuber, meiner Meinung nach, einfach so eine kleine Verpflichtung. Hinter seinen Fans, ja, hinter seinen Abonnenten. Und wir sind da Feuer und Flamme. Man muss einfach mal dieses YouTube selber mal mitgemacht haben. Und das nicht 2, 3 Monate, sondern wirklich mal ein Jahr, mindestens ein Jahr oder 2 Jahre, ja. Und das aber auch, dass du wirklich regelmäßig also jede Woche 1 bis 2 Videos raushaust. Und da wirklich auch versuchst, mit deinen Abonnenten zu interagieren. Und dann denke ich, sieht man die Sache auch ganz anders da. Ich habe damals auch als Abonnent angefangen. Und es war komplett anders da, als ich dann so nach und nach halt YouTube dann gemacht habe, dass ich dann auch mal verstanden habe, was hinter der ganzen Sache ist. Ja? Ihr seht mich jetzt hier. Ihr seht diese im Moment, oh, 1 Stunde 7, seht ihr, aber dass ich mich davor, dass ich hier das aufgestellt habe. Okay, das habe ich jetzt mal drin gelassen, dass ich hier das mal reinklicke, Lichtchen anmache, aber danach ist ja auch noch, es ist von dieser 1 Stunde 7 oder 8 jetzt. Vielleicht werden wir 1,5 Stunden heute hier babbeln und dann wird das aber mindestens mal 2, 2,5, ja, mindestens mal 2 Stunden. Dann gucke ich da nochmal durch, vielleicht blende ich mal was ein oder schneide oder wie auch immer. Sagen wir mal, dann sind es am Ende 2 Stunden. Dann lädst du das Ding noch hoch. Ja? Und wenn ich das auf meinem Handy hochlade, dauert das genauso lang, wie das Video dauert. Ja, wenn das Video dann 2 Stunden oder 1,5 Stunden geht, brauchst du schon mal 1,5 Stunden, bis das Video hochgeladen ist. Dann hast du noch kein Thumbnail gemacht, dann hast du noch nicht die ganzen Dinger, Videobeschreibung und gemacht. Ja. Dann ist es hochgeladen, dann hat es YouTube noch nicht verarbeitet. Das muss ja auch noch dazu kommen. Du selber musst das Video auch noch verarbeiten. Ja. Also du lädst es nicht so hoch. Du verarbeitest es vorher nochmal. Das dauert ja auch noch einmal, ja? Dann bist du bei, sagen wir 1,5 Stunden. Dann sagen wir mal, wenn ich es über das Handy mache, bin ich bei 3, bin ich bei 4 Stunden. 4 Stunden Arbeit, damit ihr 1,5 Stunden gucken könnt. Ja? Und die Zeit, die muss man sich halt auch nehmen, ja? Und deshalb, also,
Versteh mich nicht falsch, Thomas, ja? Du schreibst ja auch da, du verstehst es nicht, ja? Okay, ich weiß nicht, wie du es jetzt gemeint hast. Du kannst ja hier schreiben. Deshalb, das ist immer das Doofe am Schreiben, gell? Ich verstehe nicht, warum ihr euch immer so einen Stress macht, ja? Oder? Hier, Timo, ich verstehe nicht, warum ihr euch da einen Stress macht. Ich verstehe es ehrlich nicht, ja? Ich weiß nicht, wie du das jetzt gemeint hast, aber ach, ich babble auch wahrscheinlich viel zu viel, gell? Oder mache mir da auch viel zu viel Gedanken. Aber ja, ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen, ja, man will halt für die Abonnenten da draußen ein bisschen zeigen, hallo, das und das ist jetzt los. Als nächstes, Oliver Leder, danke, Thomas, für deinen Kommentar. Als nächstes Oliver Leder, guter Oliver. Grusel-Olli. Hallo Timo, ich werde mir immer jedes Video von dir ansehen. Ganz egal, in welcher Schlagzahl sie erscheinen werden. Das freut mich. Bitte lasse dich nicht von den Aufrufzahlen niedermachen. Nee, mache ich auch nicht. Es ist halt nur ab und zu, es ist halt schade, weil man steckt halt wirklich Arbeit rein und es ist halt ab und zu schade, gell? Du selbst hast ja mal gesagt, dass es auf die Leute ankommt, die sich die Videos ansehen und Gefallen daran finden. Genau. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem neuen Arbeitgeber und viel Glück im privaten Leben. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe von Timo Bubble. Liebe Grüße, dein Fan Oliver Leder. Fan. Ja, da haben wir es auch wieder, gell? Ganz klar, ich habe auch gesagt, wenn ich einen erreiche, dann habe ich schon mein Ziel erreicht. Und es ist auch schön, wenn du auf einmal einen Aufruf hast und dann einen Kommentar, Timo, das war das beste Video, das du je gemacht hast. Beispiel, ja. Aber du hast nur einen Aufruf. Aber dann würde ich mich auch freuen. Dann würde ich mir denken, jo, jetzt habe ich die ganze Arbeit gemacht und keiner guckt es. Dann ist man schon so ein bisschen, oh, schade. Aber man freut sich auch, weil man wirklich einen erreicht hat, dem das Video richtig gefallen hat, ja. Und ja. So, danke Oliver für deinen Kommentar. So, und jetzt haben wir hier noch zwei Kommentare in einem, und zwar vom Theo Wenders. Gute Theo. Wir trinken noch ein Schlückchen. Aber ich muss hier immer, weil die unten hier ungefähr, da läuft die Zeit entlang. Jetzt sehe ich sie. 1 Stunde 12. Oh, wird ein bisschen länger. Er schreibt, mach langsam. Wir freuen uns schon auf alles, was von dir kommt. Aber lass dir Zeit. Ja, die Zeit habe ich mir genommen und ich werde mir auch weiter Zeit nehmen. Also wenn jetzt mal wirklich mal eine Woche nichts kommt, werde ich jetzt nichts sagen. Wenn ich weiß, oh, jetzt kommt 2 Wochen lang nichts, dann melde ich mich wieder. Kein Bock kenne ich. Ich war jetzt 2,5 Wochen krank und seit 4 Tagen ist mein Internet so langsam, dass YouTube und Google nicht vernünftig funktionieren. Außer meine Wetter-App funktionierte. Mit kurzer Wartezeit. Hab Internet nur auf dem Handy und einiges versucht. Bin noch beim Hochladen vom Software-Update. Da habe ich lange nichts mehr gemacht, weil dann alles anders aussieht. Kenne ich. Ich hasse Updates. Auch hier mein Schnittprogramm. Immer wenn es ein Update gibt, sieht das anders da aus, funktioniert anders da, bis dann ein neues Update kommt und ach du Scheiße, gell? Und ich kenne das, dass auf einmal alles anders da aussieht und es funktioniert alles anders da und oh, ich hasse das. Ich hasse das auch. Kann ich verstehen. Ja, Internet nur auf Dings, auf dem Handy. Dann wirst du auch kein WLAN haben, ja, wahrscheinlich. Und dann kann es wirklich mal sein, dass dein Anbieter da irgendwie rummacht und tut. Und habe ich selber auch, dass auf einmal alles langsam ist und ja. Aber du hast geschrieben, also hast das Video geguckt und dann läuft es ja wieder, oder? Dazu muss ich sagen, du bist außergewöhnlich.
Danke. Denn dein Video war das erste, was seit Tagen ablaufen konnte. Oh. Ja, das sind die Good Vibes, ja, die ich dir rüberschicke, ja. Wurde mir auch schon öfter gesagt, dass ich einfach irgendwie so, oh, wer hat das letztens geschrieben, dass ich so sympathisch bin? Grüße gehen raus. Auch toll. Toll, sowas zu lesen, gell? Und schön, wenn ich auch dein Internet zum Laufen bekomme. Von hier aus. ablaufen konnte. Merkwürdigerweise habe ich von YouTube den abonnierten Kanälen die Infos erhalten, was neue Videos betraf, obwohl das Abspielen nicht wirklich möglich war. Ja, das dann, du hast eine kleine, du hast immer, ja. Wenn ich auf Arbeit bin, hocke ich in einem Kapuff drin. Dort gibt es so gut wie kein Internet. Das ist oben alles mit Gitter voll. Das schirmt das alles ab, dass du kein Internet hast. Aber selbst Sprachnachrichten über WhatsApp dauern teilweise ewig, bis die rausgehen. Also ewig heißt, so eine Sprachnachricht kann sein, dass es mal 10, 15 Minuten dauert, bis die rausgeht. Eine normal geschriebene Nachricht kann sein, dass die 5 Minuten braucht, bis die rausgeht. Aber rein, ja, so Nachrichten wie, hey, der hat das Video hochgeladen, kommt rucki zucki. Ja, und ich muss dann teilweise nur wirklich einen Schritt aus der Tür raus machen und dann macht und dann geht alles raus. Bup, 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 bup. Aber in meinem Kapuff selbst. Ja, und das wirst du auch haben, dass da weil reingeht irgendwie alles, gell? Doch hat sich vielleicht jetzt geändert, denn dein Video lief ohne Probleme durch. Das freut mich. Den Kiss-Film habe ich als Junge im Kino gesehen und danach nochmal auf VHS. Hat da ein Kiss-Film, auch Phantom of, keine Ahnung. Ich habe da mal nachgeguckt, finde ich nirgends zu kaufen. Ob auf VHS, also nur, ich glaube, nur eine amerikanische Scheibe oder amerikanisches Tape oder sowas, aber auf Deutsch gar nichts. Also wenn ihr da Kiss Phantom of, ach, googelt doch nach. Wenn ihr da irgendwas auf Deutsch habt, weiß nicht, ob es das auf Deutsch gab, kann ich euch echt nicht sagen, dann könnt ihr euch gerne mal melden. Das würde mich interessieren für einen guten Preis. Nichts Übertriebenes. Ich glaube, die spielten Doppelrollen. Auch hatten die, glaube ich, Superkräfte. Ja, glaube ich auch, da war irgendwas. Aber da gab es ja Comics, glaube ich. Gesungen wurde auch, ich erinnere mich nur noch an I was made for loving you, baby. You and me for love. Nee. Ach, egal. Kiss. Bleib gesund und mach langsam. Natürlich. Und dann hat er unten noch einen extra Kommentar geschrieben. Hurra! Ab heute Karfreitag läuft mein Internet wieder. Ich habe rausbekommen, der Telefonanbieter hat Probleme. Dir und deinen Lieben frohe Ostern. Hoffentlich musst du nicht fast alle Tage arbeiten. Nein, nein. Ich habe Karfreitag gearbeitet und Karfreitag auf Samstag, Ostersamstag. Das war's. Ja. Ah, ja, schön. Telefonanbieter haben ab und zu mal Probleme, gell? Jo. Dann war's das auch schon wieder. Ockler leer. Ich habe 950 Abonnenten. Alle Abonnenten sind super. Ob sie
Manche gucken nur Faxe Mainstream, manche gucken nur Review, manche gucken nur Overview, manche gucken nur dies und das und jenes. Und manche gucken alles und manche gucken Timo Babbelt. Und ich finde, wer hier Timo Babbelt guckt, der hat sie nicht mehr alle. Der interessiert sich für mich. Für mich. Nicht für meine Videos, für mich. Oh, ihr habt Probleme da draußen. Mhm. Ganz dolle. Spaß beiseite, gell? Ich habe eine Idee gehabt zu einem neuen Format, das sich nennt Timo winkt. Und zwar aber nicht so, sondern der winkt mit Kohle, ja? Timo winkt mit Kohle, Timo sucht, Timo braucht, Timo will und so weiter. Weil ich einfach Editionen möchte, die natürlich out of print sind. Weil ich Editionen möchte, die teuer sind. Weil ich Editionen Editionen oder auch Filme in der Amaray einfach, weil ich ein paar Sachen haben möchte, die man so einfach nicht mehr bekommt oder die einfach überteuert sind. So was suche ich. Und da wollte ich ein extra Format machen. Hier, komm, Leute, alle, schaut mal her, das suche ich, das gebe ich aus. Habt ihr da was für mich? Habe ich aber jetzt gedacht, nee, mache ich nicht. Ich frage die besten Abonnenten der Welt. Euch, die Timo Babbelt gucken. Ich werde das unregelmäßig mal hier in Timo Babbelt einfügen. Und dann werde ich mal ein bisschen mit Geld winken. Ich werde sagen, ja, ich suche dies und das und jenes und ich bin bereit, so und so viel auszugeben. Ich muss mir dann noch ein bisschen Gedanken machen, was ich genau suche. Ein paar Sachen weiß ich, aber es kommt auch immer aufs Geld drauf an. Wie viel Geld habe ich übrig, was habe ich verdient und ich verdiene ja jeden Monat anders da. Ja? Und. Und natürlich, ihr könnt mir natürlich auch Tipps geben, ja, wenn, natürlich, ich weiß, was manche Sachen wert sind, ja, aber was sind sie mir wert, ja. Wenn da jetzt ein Mediabook 150 Euro kostet, hat das wahrscheinlich den Wert, aber ich finde, das ist das Ding nicht wert, ja. Für mich ist das 50 Euro wert, ja. Dann würde ich auch nur 50 Euro bieten und würde sagen, ja, mir ist das nur 50 Euro wert, ja, entweder verkauft es oder nicht. Und so möchte ich jetzt zu euch kommen. Ich habe zwar jetzt kein Geld in der Hand, aber ich suche was. Und ich sage auch euch auch gleich, was ich ausgeben würde. Und es gibt aber eine Spielregel. Und zwar, ihr verschickt mir das und danach zahle ich. Hört sich scheiße an, aber ihr kennt mich doch. Ihr bekommt auch vorher ja meine Adresse. Ja, und man kann auch immer irgendwie, man kann mit mir reden. Ja, man kann auf jeden Fall mit mir reden, aber ich bin nicht bereit, wenn ich jetzt bei Filmundo bestelle, wenn ich jetzt in irgendeinem Shop bestelle, da habe ich ja habe ich eine Versicherung, ja, da kann ich sagen, hier, das Ding ist nicht gekommen, was ist denn los, ja, es ist ein Laden, es ist, ja, ihr wisst, was ich meine. Das, was wir machen, ist privat, ja, wenn ich euch das Geld schicke und ihr schickt mir nicht den Film, bin ich im Arsch, ja, was soll ich denn sagen? Obwohl man halt auch per PayPal überweisen kann als Geschäft. Ja, da bezahlt man zwar ein bisschen was drauf, das würde ich natürlich bezahlen. Und da kann ich mir auch die Kohle wiederholen, wenn nichts kommt. Also, wie gesagt, ja, es ist, weil gerade, ich will mich nicht verarschen lassen,
Es ist schon, ich habe es schon von anderen Kollegen gehört, dass da ab und zu schon mal ein bisschen Schindluder getrieben wurde und alles Mögliche. Ja, und mir ist auch schon mal das ein oder andere passiert, wo ich dann als Oje, 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 ja, und das möchte ich vermeiden. Also deshalb, wenn ihr damit zufrieden seid, aber man kann wirklich mit mir reden, ja. Also, fangen wir mal an. Ich suche eine Sache. Und zwar Dr. Lamp in der XT-Tinbox mit Schuber, allem drum und dran, was dazugehört. Den suche ich und ich würde bieten 30 Euro. 30 Euro biete ich für Dr. Lamp in der XT-Tinbox mit dem Klarsicht-Schuber komplett. Ist ja nur auf DVD, gell? Den suche ich und biete 30 Euro. Wenn einer da draußen sagt, jo, hab ich, kriegst du für 30 Euro bitte E-Mail an hessensammler01@freenet.de. Habe ich eingeblendet. Wenn ihr sagt, Timo, den findest du nicht für den Preis, behaltet das für euch. Brauche ich nicht zu erfahren. Wenn ihr sagt, Timo, ich habe den, aber ich will mehr, dann könnt ihr mich auch, dann könnt ihr mich anschreiben. Dann können wir, kann ich sagen, okay, was willst du denn dafür? Hey, treffen wir uns vielleicht in der Mitte? Oder ich sage vielleicht, je nach Tagesform, nee, tut mir leid, ich zahle wirklich nur 30, ja. Aber jetzt geht das Spiel ganz anders da los. Ich werde das dann irgendwie mal vielleicht groß aufziehen hier auf Timo Babbelt, dass ich vielleicht sage, wenn jetzt diesen Monat keiner kommt, dass ich zum Beispiel nächsten Monat sage, hey Leute, ich suche immer noch Dr. Lamp, aber diesmal ist es mir nicht so viel wert, ich zahle nur 20. Der Monat drauf kann es sein, dass ich sage, hey, ich will es unbedingt haben, ich zahle 50. Und im Monat drauf kann es sein, dass ich sage, ja, ich suche das Ding noch, aber im Moment bin ich nicht da bereit dafür auszugeben. Ja, also ihr könnt vielleicht auf den Monat drauf ein bisschen Glück haben und ein bisschen mehr absahnen oder ihr könnt weniger absahnen. Ja, also es ist immer gerade drauf. Vielleicht mache ich es auch Woche für Woche, vielleicht Monat für Monat, aber mal gucken, gell? Aber vielleicht, ich will einfach meine Sammlung ein bisschen aufhübschen, ein bisschen aufwerten. Aufwerten hört scheiße an, gell? Ich sammle ja keine Werte, ich sammle ja Filme. Einfach ein bisschen, ich will einfach die Reihen komplettieren. Und Dr. Lamb fehlt mir noch, kenne ich nicht. Ich könnte einen Haufen Hardboxen kriegen und sowas, will ich aber nicht. Ich will dieses Ding. Das findet man im Moment nirgends. Und ich wäre bereit, 30 Euro zu zahlen. Wenn ihr sagt, hey, doch, das ist doch was super, wir würden dir schon gerne helfen, deine Sammlung ein bisschen zu komplettieren, ein bisschen zu vergrößern, ein bisschen was Schönes reinzubekommen, dann macht mit. Wenn ihr es habt und loswerden wollt, ja, also ihr müsst nicht jetzt hier, weil ihr, wenn ihr den Film habt und sagt, Timo, ja, ich hab den, hier, den kriegt den für 30, aber eigentlich wollt ihr den gar nicht hergeben, dann meldet euch nicht. Ja? Nur wenn ihr den wirklich hergeben wollt. Also ich will jetzt nicht eure Sammlungen aufkaufen oder sowas, ja. Nur weil ihr das habt. Nur wenn ihr es wirklich loswerden wollt. Und ja, dann meldet euch einfach. Das machen wir jetzt so, gell? Ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich suche, aber da im Moment auch nicht das Geld für habe, weil ich weiß, kriegt man nicht anders da, ja? Klassiker Xtro, das Titten-Cover, das Mediabook. Außer es gibt eine Hardbox. Das weiß ich jetzt nicht. Dann würde ich gerne die Hardbox nehmen. Suche ich, ist aber schweineteuer. Delamorte, Delamore, ja, auch dieses schön gezeichnete Titten-Cover. In der Hardbox hätte ich den aber gerne. Ja, ist im Moment, ich weiß nicht, ob der noch ist, bei Filmundo für 150 Euro drin. Ich will keine 150 Euro ausgeben. Ja, aber deshalb, das sind jetzt nur mal so
Da habe ich jetzt kein Geld für, ja? Das XT 3D Metal Pack von Texas Chainsaw Massacre. Das suchte David auch, ja? Schweineteuer, sehr, sehr selten suche ich, würde ich einen Haufen Geld für bezahlen. Ja, ich habe sogar mal 250 € auf Filmundo geboten, wurde aber überboten. Ist aber auch jetzt im Moment zu teuer. Also Dr. Lamp, wenn ihr was habt, ab in die Kommentare. Und dann machen wir auch schon Schluss, gell? Denn ich muss langsam aufs Toilettchen. Und da das Ding jetzt leer ist, gell, machen wir jetzt Schluss. Freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Timo Babbelt. Ich hoffe, dass es nächste Woche wieder kommt, dass wir da den Rhythmus wieder reinkriegen, gell? Und es ist schön, dass ich auch jetzt so wach noch eigentlich bin, gell? Aber es geht gleich ins Bett. Also, danke, dass ihr dabei wart. Ihr seid die Besten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Euer Timo.